Lehre und Forschung on Air. Das Lehr- und Forschungszentrum Raumberg-Unkenstein ist die größte Dienststelle des Lebensministeriums und präsentiert auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Ennstal, die aktuellsten Forschungsergebnisse sowie Berichte aus der Praxis und dem Schulleben. Jeden ersten Montag im Monat von 17 bis 18 Uhr und 14 Tage später zum selben Zeitpunkt die Wiederholung. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist wieder LFZ-Tag. Ich komme vom Institut für Pflanzenbau und Kulturlandschaft. Mein Name ist Karl Buchgraber und wir werden heute die interessanten Forschungsergebnisse, die wir im Institut erzielen. Letztes Mal habt ihr von dem Bio-Institut vieles gehört und auch von der Schule schon. Das gehörte zusammen. Heute wollen wir vom Pflanzenbau und Kulturlandschaft sprechen und da gibt es sehr viele interessante Ergebnisse, von denen wir heute berichten. Wir sind heute Universitätsdozent Erich Pötsch von der Abteilung Grünlandwirtschaft und Kulturlandschaft und Dr. Andreas Bohner von der Umweltökologie. Wir wollen gleich direkt einsteigen in die Themenbereiche. Das Grünland bricht jetzt richtig heran. Die Natur ist ganz stark. Die Feuchtigkeit im Boden passt. Die Temperaturen passen und selten ein Jahr, das so stark gezeigt hat, wie die Natur extrem in kürzester Zeit hereinbricht. Die Blütenpracht geht uns nicht verloren, sondern wir haben das schöne Grün und auch die schöne Blütenpracht nebeneinander. Und wir sehen schon natürlich, wie die Wiesen heranwachsen. Und das ist schon eines unserer ersten Themen. Wir wollen einmal schauen, wie viele Arten, wie viele verschiedene Wiesenarten und auf den Weiden finden wir eigentlich im Ennstal. Wie schaut das aus, Andreas, bitte? Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass Österreich von Natur aus ein Waldland ist. Das heißt, natürliches Grasland gibt es nur oberhalb der klimatischen Baumgrenze, auf Lawinenbahnen oder im unmittelbaren Verlandungsbereich von Seen. Unsere wunderschöne Kulturlandschaft mit ihrem ausgewogenen Verhältnis von Wiesen, Weiden und Waldflächen ist also das Produkt unserer Bauern. Wir am LFZ Raumberg-Unkenstein haben in den letzten 10 Jahren uns die Pflanzenartenzusammensetzung und die Pflanzenartenvielfalt auf den Wiesen und Weiden angesehen. Ich möchte zunächst einmal mit dem Extensivgrünland beginnen, also Wiesen, die nur ein- oder zweimal geschnitten werden und nicht gedüngt werden, oder extensiv genutzte Weiden. Die Pflanzenbestände hier zählen zu den artenreichsten in ganz Europa. Auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmeter kommen beispielsweise auf Halbtrockenrasen 70 verschiedene Blütenpflanzen vor. Wunderschöne Halbtrockenrasen finden wir hier im Gebiet auf der Südseite des Kulm beim Butterer See oder im Bereich von Steinach und Bürg. Andreas, du hast gerade das Umfeld um den Butterer See genannt. Das kennen unsere Zuhörer ja sehr gut. Wie viele Arten kommen da so auf einem Quadratkilometer vor? Dass man eine Vorstellung hat in etwa. Wir haben ja Feuchtgebiet, Trockengebiet nebeneinander. Wie viele Arten kommen da in etwa vor? Also es wurden hier Quadrante aufgenommen. Da kommen 800 bis 900 verschiedene Blütenpflanzen vor. Und das ist Spitze innerhalb von Österreich. Also das ist wirklich ein Hotspot der Pflanzenartenvielfalt. Also liebe Zuhörer, wenn Sie in der nächsten Zeit rund um den See gehen, jetzt kommen schon die Arten schön hervor und demnächst wird auch die Iris wieder kommen. Die ist mittlerweile auch um den See wieder sichtbar, aber alle anderen Arten können Sie ja auch sehen. Also ein schöner Spaziergang würde hier viele Arten zeigen. Besonders hervorheben möchte ich auch noch die Narzissenwiesen im steirischen Salzkammergut. Sie sind Ende Mai landschaftsprägend mit ihrem weißen Blütenmeer. Auch die Narzissenwiesen, hier kommen im Durchschnitt ebenfalls 70 verschiedene Blütenpflanzen vor. Du hast die Streuwiesen, die Iriswiesen erwähnt. Sie färben im Juni das Landschaftsbild blau.
Dort finden wir im Schnitt etwa 50 verschiedene Blütenpflanzen. Es ist einfach der feuchtere Boden, der verhindert, dass ähnlich viele Pflanzenarten vorkommen. Warum sind nun einmal diese extensiv genutzten Flächen so artenreich? Im Prinzip sind drei Gründe hauptverantwortlich. Zum einen einmal der hohe regionale Artenpool. In unserer Gegend kommen einfach viele Pflanzenarten vor. Generell ist es so, dass in Kalkgebieten mehr Arten vorkommen als in den Zentralalpen, im Kristallin. Der zweite Grund ist der nährstoffarme Boden. Licht ist ein wichtiger ökologischer Standortfaktor. Wenn der Boden sehr nährstoffarm ist, dann haben wir nicht diese große oberirdische Biomasse. Es gelangt also viel Licht zum Boden und daher können sehr viele niedrigwüchsige Pflanzenarten mit besonders hohem Lichtbedarf ebenfalls hier vorkommen. Und der dritte Grund ist die regelmäßige Bewirtschaftung. Also die regelmäßige Maat oder die regelmäßige extensive Beweidung ist ebenfalls Grundvoraussetzung, dass wir diese hohe Pflanzenartenvielfalt hier vorfinden. Und die öffentliche Hand, sprich also Öpul, aber auch Natura 2000, hier gibt es Förderungsprogramme, damit die Bauern in diesem Bereich mehr oder weniger so weiterarbeiten wie bisher und auch so die hohe Artenvielfalt erhalten. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Bewirtschaftung hingehen, Andreas hat gerade gesagt, die Bauern bewirtschaften unterschiedlich, sie mähen unterschiedlich, sie düngen unterschiedlich. Wie schaut generell die Produktion im Ennstal und in Österreich in dieser Richtung aus, Erich? Ja, die Artenvielfalt, die Andreas angesprochen hat, die hat ihren Ursprung nicht nur im hohen Artenpool in dieser Gegend, sondern auch in der äußerst vielseitig ausgeprägten Nutzungsvielfalt, die hier im Ennstal ganz besonders ins Auge spricht, von den zugegebenermaßen etwas intensiver gedüngten und bewirtschaftenden Tallflächen, den sogenannten Gunstlagen, bis hinauf in die Bereiche, wo die Dauer der Vegetationszeit eben nur mehr zwei oder im Extremfall auch nur mehr einen Aufwuchs zulässt und weiter hinauf bis in die Almbereiche mit traditionell extensiver Bewirtschaftung. Das heißt, das ist ein sehr schönes Wechselspiel, das hier eine gute Balance zwischen naturschutzfachlichen Aspekten und produktionstechnischen Anforderungen in der Landwirtschaft herstellt. Das ist unter dem Stichwort standortgerechte Bewirtschaftung und das steckt eigentlich dahinter, nämlich den Viehbesatz und die Nährstoffzufuhr auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen an das vorherrschende Standortsniveau, an das Standortspotenzial anzupassen. Das ist genau der springende Punkt und das setzen unsere Landwirte und das traue ich mir ruhig zu sagen, die Ennstaler Landwirte in einem sehr hohen Ausmaß in der Praxis um. Ja, die meisten sind jetzt beschäftigt, um ihren im Garten mehr oder weniger wieder herzurichten. Die haben mit dem Boden zu tun. Ständig natürlich schaut man, ob wirklich da das Bodenleben stimmt. Die Forschung, wie beschäftigt sich die mit dem Boden? Lieber Andreas, was geht hier ab? Also das Ziel muss eine standortsangepasste Bewirtschaftung sein. Standortsangepasst bedeutet, dass wir das Relief und den Boden berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist die Bodenfarbe ein wichtiges Bewertungskriterium. Wenn der Boden gleichmäßig braun gefärbt ist, herrscht kein Wasserüberschuss im Boden und diese Standorte können wir dann intensiv nutzen, weil hier optimale Wachstumsbedingungen für unsere wertvollen Futterpflanzen vorherrschen. Vorsichtig mit der Bewirtschaftung sollte man sein, wenn im Boden Rostflecken auftreten oder wenn die gleichmäßig braune Farbe durch eine graue Farbe ersetzt wird. Das zeigt uns an, dass ein Wasserüberschuss im Boden vorherrscht. Wasserüberschuss bedeutet Sauerstoffmangel und viele unserer wertvollen Futterpflanzen ertragen diese Situation nicht. Daher sind Standorte, wo der Boden eben durch Flecken charakterisiert ist und nicht diese braune Farbe aufweist, diese Standorte müssen wir weniger intensiv nutzen. Welchen Einfluss haben die Mikroorganismen im Boden? Der Boden lebt ja, ist ein Organismus. Mikroorganismen, Bodenorganismen haben einen großen Einfluss auf die Bodenfruchtbarkeit. Der Großteil des Stickstoffs, des Phosphors und des Schwefels, das sind ja alles wichtige Pflanzennährstoffe, sind im Humus gespeichert
und sind in der Form noch nicht pflanzenverfügbar. Und die Mikroorganismen bauen den Humus ab und dabei werden diese Pflanzennährstoffe, vor allem Stickstoff, Phosphor und Schwefel, pflanzenverfügbar. Also die Mikroorganismen nehmen eine zentrale Rolle ein. Erich, viele Versuche, und die gehen jetzt schon nahezu 50, 60 Jahre in Gumpenstein, beschäftigen sich mit der Düngung. Was liegt hier im Vordergrund, dass wir wirklich auch den Bauern Grundlagen geben können, damit er richtig düngt? Ja, die Düngung ist zunächst einmal einer der ganz zentralen Faktoren, die letztlich darüber entscheiden, welche Erträge und welche Futterqualitäten wir von unseren Wiesen und Weiden, also vom Wirtschaftsgrünland, erzielen können. Und Düngung bedeutet übersetzt für einen österreichischen Landwirt, insbesondere für Landwirte im Berggebiet, die Rückführung von hofeigenen Düngern, von Wirtschaftsdüngern. Grünlandbetriebe sind in einem ausgesprochen hohen Maße fokussiert auf die wirtschaftseigenen Dünger. Jauche, Gülle, Stallmist oder veredelte Form von Stallmist, Komposte, das sind längst nicht mehr Ausscheidungen, lästige Abfallprodukte aus der Nutztierhaltung, sondern wertvolle Betriebsmittel. Und mit denen gilt es einerseits sachgerecht, aber auch umweltgerecht umzugehen, damit sie eben das erbringen, was sich der Landwirt von ihnen erwartet. Gute Ertragsleistung, gute Qualität. Und viele unserer Versuche, vor allem die Langzeitversuche, die du angesprochen hast, haben sich schon seit vielen Jahrzehnten mit zentralen Fragen der Düngung beschäftigt und auch aktuelle Projekte zielen genau auf derartige Fragen ab. Nährstoffeffizienz, das heißt die optimale Ausnutzung der Nährstoffe in den Wirtschaftsdüngern. Optimale Ausnutzung ist dann gegeben, wenn möglichst wenig von diesen wertvollen Nährstoffen sozusagen belastend in die Umwelt abgehen, nämlich in die Atmosphäre oder etwa in das Bodenwasser. Die meisten dieser Nährstoffe sollen im Boden ankommen und sollen von dort über die Mikroorganismen, über den Aufschluss, über die Mineralisation den Pflanzen bereitgestellt werden. Und dann funktioniert das System auch wie ein Kreislaufsystem. Wann ist erstens einmal Gefahr, dass hier etwas daneben geht, dass zu viel gemacht wird? Und wir haben hier im Ennstal oder auch in anderen Grünlandgebieten hauptsächlich Stallmist, ja auch ein System. Und für den Zuhörer vielleicht oft einmal die Gülle, die vielleicht riecht oder sonst etwas. Wie kann man die aus der wissenschaftlichen Seite jetzt bewerten? Nun, diese beiden Grunddüngungssysteme haben natürlich spezifische Vor- und Nachteile. Traditionell ist es das Jauche-Stallmist-System, also Festmist und Flüssigmist getrennt, das dann auch getrennt gelagert und getrennt appliziert, ausgebracht wird. Und vor etwa 3-4 Jahrzehnten hat immer stärker die Güllewirtschaft Einzug gehalten. Das hat natürlich auch produktionstechnische Gründe, arbeitstechnische Gründe, weil man es nur mehr mit einem, in dem Fall flüssigen Medium zu tun hat, das von der Technik her deutlich besser und genauer verteilt und dosiert werden kann. Das ist auch eine ganz zentrale Voraussetzung für die Ausbringung der Nährstoffe. Nur wenn ich entsprechend Verteilgenauigkeit habe und die Dosierung stimmt, kann ich auch eine saubere Nährstoffzufuhr gewährleisten. Und genau die Gülle, wie du das angesprochen hast, die ist natürlich immer wieder mal im Mittelpunkt des Interesses, vor allem der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung. Da gibt es auch Spannungsfelder, das muss man auch ganz klar sagen. Weil wenn es Zeit ist für die Düngerausbringung, naja, dann stinkt es halt. Das ist die berühmte Landluft. In der Gülle finden sich mehr als 50 unterschiedliche geruchsrelevante Substanzen, die halt gewisse Belastung bieten. Verschmutzung gibt's auch dort und da, aber letztlich ist das Bestandteil, integrierter Bestandteil eines betrieblichen Systems und ich glaube, da müssen beide Seiten, in dem Fall die nicht landwirtschaftliche Bevölkerung, auch ein bisschen mehr Verständnis aufbringen, auch wenn es nicht immer ganz leicht ist. Ich glaube, die Ausbringungstechnik bei den Bauern hat in den letzten Jahren extrem zum Positiven hingezeigt. Es wird sehr sauber ausgebracht, sehr geringere Mengen, 10 Kubikmeter pro Hektar. Und auch zu einer Zeit, wo eben nicht so viel passieren kann. Also es wird von den Bauern sicher Rücksicht genommen. Die Gefahr ist natürlich immer wieder da. Und da gibt es seit 1967, gibt es Lysimeter, also Sickerwasseranlagen in Gumpenstein, wo wir getestet haben, wie viel darf der Bauer düngen,
dass das noch wirklich von den Pflanzen aufgenommen werden kann? Und wenn zu viel ist, wo geht das hin? Wie schauen wir mit dem Nitratwert in den Gewässern aus? Hier gibt es ja sehr, sehr schöne Ergebnisse in Gumpenstein. Also zunächst möchte ich einmal erklären, weil du das Wort Lysimeter erwähnt hast. Was ist ein Lysimeter? Das ist im Prinzip ein großer Blumentopf. Und wir fangen das Sickerwasser, also jenes Wasser, das im Boden versickert, in 1,5 Meter Tiefe auf und analysieren es hinsichtlich der chemischen Inhaltsstoffe. Wir haben in Gumpenstein eine Wetterstation. Wir wissen also Bescheid über die Niederschlagsmenge. Nur um ein paar Zahlen zu erwähnen, im Ennstal haben wir etwa 1000 oder etwas über 1000 mm Jahresniederschlag. Anhand der Lysimeter können wir also Nährstoff- und Wasserkreisläufe untersuchen. Grünland ist jene Kulturart, die besonders einen hohen Wasserverbrauch hat. Also ich möchte zwei Zahlen erwähnen. Um 1 Kilogramm Trockenmasse zu produzieren, braucht das Grasland etwa 600, 700 Liter Wasser. Ackerkulturen brauchen deutlich weniger. Das heißt, unter dem Grünland fällt zwar weniger Sickerwassermenge an, Sickerwasser wird irgendwann einmal zum Grundwasser, allerdings entscheidend ist auch die Qualität. Dadurch, dass wir im Grünland einen ganzjährigen Pflanzenbestand haben und die Pflanzen ganzjährig Nährstoffe aufnehmen, ist die Gefahr der Nährstoffauswaschung im Grünland sehr, sehr gering. Also wir messen schon seit vielen Jahren beispielsweise die Stickstoffauswaschung und wir haben gesehen, dass die Stickstoffauswaschung im Grünland unter 5 Kilogramm pro Hektar und Jahr liegt. Das sind also wirklich niedrige Werte. Zum Vergleich, allein über den Niederschlag werden in unserer Region etwa 10 bis 15 Kilogramm Stickstoff nur mit dem Regen eingetragen. Also im Grünland wird einerseits sehr wenig Stickstoff ausgewaschen, auch die Nitratstickstoffkonzentrationen sind sehr niedrig. Wir sind zum Teil sogar unter den Quellwässern. Es wird auch sehr wenig Phosphor ausgetragen, also die Phosphoraustausch bewegt sich ebenfalls unter 0,1 Kilogramm. Also Grünland ist der Garant dafür, dass wir ständig sauberes Trinkwasser haben, denn Sickerwasser wird zum Grundwasser und Grundwasser wird zum Trinkwasser. Und in Österreich hat alles Grundwasser Trinkwasserqualität zu haben, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Seit 1991 ist das festgeschrieben. In der EU hat man das übernommen seit 2003. Nicht mehr als 50 Milligramm Nitrat dürfen drinnen sein. Und wie bereits Andreas gesagt hat, wir erreichen kaum 5 Milligramm oder 10 Milligramm. Wir haben also unter Grönland bestes Trinkwasser, auch in den kleinen Bächlein und auch in den Flüssen. Auch jetzt im Frühjahr können wir sicher sein, dass es hier optimales Wasser gibt, bestes Wasser gibt. Und das sollte auch so bleiben. In Österreich haben wir ca. 2 Millionen Hektar Grünland, Wiesen, Weiden und Almflächen, wo eben durch verschiedene Arten wunderbares Futter erzeugt wird und durch den Wiederkäuer herrlich in Milch und auch in Fleisch aus der Natur veredelt wird. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag auch für unsere Versorgung, für die tägliche Versorgung. Diese Produkte wollen wir auch nicht missen. Und an dem Grünlandwirt ist die Anforderung ziemlich hoch, bestes Futter aus diesem Wiesen und Weiden bereitzustellen, und da haben wir sicherlich sehr viele Forschungsanstrengungen in den letzten Jahren unternommen, um hier bestens den Bauern auch zu beraten. Erich, du weißt sicher Bescheid aus diesen Versuchen, du bearbeitest die schon seit vielen Jahren. Wo sind hier die Schwerpunkte, die Forschungsschwerpunkte? Ja, Grundfutterqualität, wie du schon erwähnt hast, das ist eigentlich das zweite zentrale Standbein neben den wirtschaftseigenen Dünger als hofeigene, als betriebseigene Ressource, und das ist gerade angesichts der derzeitigen Energiepreise, steigenden Preise für Produktionsmittel, etwas, was immer stärker in den Vordergrund rückt. Also die Futterqualität von den Wiesen und Weiden, das steht auch im Blickpunkt nicht nur des Landwirtes, sondern auch im Forschungsbereich. Und da sehen wir natürlich schon ganz klar, und da auch noch einmal die Querverbindung zur Artenvielfalt, die klarerweise aus naturschutzfachlicher Sicht schön ist und auch für das Auge sehr viel hergibt. Mit Artenvielfalt gibt es da einen, sage ich einmal, gewissen Widerspruch, denn leider Gottes ist es halt so, dass sehr artenreiche Flächen in Richtung Futterqualität nicht so optimal gestaltet sind. Das heißt, wenn man als Prämisse eine hohe Futterqualität anzielt, dann beschränkt sich
das Artenspektrum, das dafür geeignet ist, also jene Grünlandarten, Gräser und vor allem Leguminosen, die hohe Futterqualität leisten können, auf eine relativ geringe Anzahl. Das sind in Österreich rund 20 Arten, die dann auch in Grünlandmischungen für die Anlage, für die Verbesserung, für die Erneuerung von Wiesen und Weiden bereitgestellt werden. Und das ist auch Teil unserer Forschungsarbeit. Einerseits die Züchtung, auf die du ja noch kurz eingehen wirst, die Wertprüfung, das heißt, in genau definierten Versuchen müssen diese Arten, die dann später in Mischungen eingesetzt werden, bestimmte Hürden überwinden, bestimmte Erfordernisse und Ansprüche nachweisen, bevor sie dann tatsächlich in Verkehr gebracht werden und im Zuge der Grünlanderneuerung eingesetzt werden. Wir sprechen von Futterqualität. Wir haben natürlich auch eine gewisse Vorstellung von Nahrungsqualität, Nahrungsmittelqualität. Wie sieht das Tier, die Futterqualität? Und wie kann das der Bauer beeinflussen, dass er eine gute Qualität zusammenbringt? Nun, es gibt für die Futterqualität, so wie es in vielen anderen Lebensbereichen auch der Fall ist, gewisse Maßstäbe. Das heißt, es gibt Zielwerte, Parameter, die festgelegt sind, das ist die Energiekonzentration, das ist die Verdaulichkeit der organischen Masse als ein Kennwert, der ermittelt wird, der übrigens auch bei uns nicht nur forschungsmäßig, sondern auch in einem sehr gut ausgestatteten und erfolgreichen In-vitro-Labor bearbeitet wird. Und es gibt eine Reihe von anderen Parametern wie Inhaltsstoffe, Rohprotein, Rohfaser, Mineralstoffe, aber auch letztlich die Futtersensorik, das heißt jene Bereiche, die sich so ein wenig der Analytik entziehen, geht es auch um Schmackhaftigkeit, um Selektionsverhalten der Tiere. Nicht alles lässt sich genau in Werte messen. Das heißt, die Tiere haben dann schon auch ganz ein spezifisches Aufnahmeverhalten von diesem Futter, das wir als gut oder als hochwertig bezeichnen und das sie dann hoffentlich in ausreichender Quantität in Milch und Fleisch umsetzen. Wenn wir unsere Wiesen anschauen hier im Ennstal, du hast zuerst gesagt, die Gunstlagen und auch die Berglagen, wie viele Tiere tragt so ein Hektar und mit wie viel Futter kommt so ein Vieh aus, damit die Zuhörer eine Größenordnung haben, was der Bauer eigentlich tun muss, damit er ein Tier oder eine Kuh pro Jahr auch über die Runden bringt mit guten Milcherträgen und anderen Dingen mehr. Also wenn man davon ausgeht, dass in den Gunstlagen das Ertragsniveau, das wir hier im Ennstal haben, durchaus zwei Großvieheinheiten, das ist ein Maßstab, dahinter steckt jeweils eine Masse von 500 Kilogramm Lebendgewicht, also zwei Großvieheinheiten, gut ernähren kann mit dem Grundfutter, so kann sich das in höheren Lagen natürlich deutlich reduzieren. Da kann dann nicht einmal eine Kuh mehr pro Hektar ernährt werden oder versorgt werden aus dem Grundfutter, wenn man das in Beziehung setzt und wenn das die Prämisse ist, das heißt, dass man möglichst viel an Leistung aus dem Grundfutter erzielen will. Das heißt also, wenn man eine Kuh am Hektar stehen hat, dann kann man möglicherweise 5.000, 6.000 Liter Milch pro Hektar erzeugen. Das kann man durchaus erzeugen und wir, glaube ich, dürfen durchaus einigermaßen stolz darauf sein, dass wir nach wie vor eine sogenannte hohe Grundfutterleistung haben. Das ist jene, jetzt am Beispiel Milchleistung, jene Milchleistung, die ausschließlich aus dem Grundfutter erzeugt wird, ohne Zufütterung oder nur mit sehr geringen Mengen dann an Zufütterung von externen Futtermitteln. Und da unterscheiden wir uns auch ganz klar und deutlich von intensiven Produktionslagen, etwa in Europa, wo die Grundfutterleistung nur mehr die Hälfte von dem ausmacht, was wir hier zustande bringen und der Rest über Konzentrate, über konzentrierte Futtermittel, meist dann noch zugekaufte externe Betriebsmittel erzielt wird. Unsere Bauern sind ausgesprochene Grünlandspezialisten hier in dieser Gegend, damit sie eben diese Leistungen auch zustande bringen, ökologisch hervorgebrachte Leistungen. Was tun sie aber, damit sie immer ihre Wiesen so fit halten, damit sie wirklich diese Leistungen und auch Qualitäten abrufen können? Ja, das ist eine große Herausforderung im Vergleich zum Ackerbau, wo man einige Maßnahmen setzt im Jahr und dann wächst die Kultur ad heran bis zur Ernte. So ist eigentlich die Grünlandbewirtschaftung dadurch geprägt, dass hier laufend etwas zu tun ist im Frühjahr mit der Frühjahrspflege,
die laufende Bestandesführung. Bestandesführung heißt, dass natürlich, wie ich schon erwähnt habe, nicht alle Pflanzen dem entsprechen, was wir Richtung Futterqualität haben wollen. Das heißt, es braucht da und dort auch eine gewisse Regulierung. Und die Regulierung ist heute durch die hohe Akzeptanz des österreichischen Agrarumweltprogramms vorwiegend auf mechanische und biologische Maßnahmen beschränkt. Also Einsatz von Chemie, von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist eigentlich kein Thema mehr. Dazu kommt die Grünlanderneuerung, das heißt die Einbringung von wertvollen Sämereien, damit Bestandeslücken, wie immer die entstehen, das kann auch natürliche Ursachen haben, dass diese Bestandeslücken wieder geschlossen werden und dort hochwertige Futterpflanzen den Platz einnehmen und nicht Unkräuter mit niedrigen Futterqualitäten. Und letztlich, wenn es uns gelingt und dem Landwirt gelingt, einen guten, leistungsfähigen Pflanzenbestand zu haben, dann heißt es noch alles daran setzen, dass diese Qualität über die Futterkonserve als Grünfutter, als Heu, Silage, als Gärheu auch dorthin kommt, wo es hin soll, nämlich auf den Futtertisch, und dann in entsprechender Weise über die Nutztiere veredelt wird. Na, der Bauer hat ja auch immer wieder Probleme draußen und die Zuhörer können da leicht mitreden, weil sie auch die Wiesen sehen, wenn sie im Frühjahr mehr oder weniger vom Schnee freigegeben werden. Da sind jede Menge Haufen da, Erdhaufen, die von Wühlmäusen und auch von Maulwürfen entstanden worden sind. Wie kann der Bauer mit dem umgehen? Jedes Mal im Frühjahr sind die Wiesen von der Grasnarbe her etwas zerstört und er muss irrsinnig viel wieder tun, damit diese Wiesen wieder flott werden. Warum muss er das machen und welchen Aufwand bedarf es? Ja, das ist ein permanentes Nachsetzen. Schon gesagt, jedes Jahr ist die Überraschung wieder groß, wenn die Schneedecke weg ist. Gerade in den Enzwiesen, und das werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer bestätigen können, sieht man teilweise mehr Erdmaterial auf der Oberfläche als Grünland. Das ist eben der natürliche Aushub oder Auswurf der Wühlmäuse und der Maulwürfe. Und dieses Material ist an sich kein schädliches Material, das ist gute Erde, aber das soll im Futter landen, im Wiederkäuermagen, sondern das soll gefälligst auf der Fläche bleiben. Ich weiß, in einem Forschungsprojekt ist ja auch einmal erhoben worden, wie viel solche Tiere pro Jahr über Winter auswerfen. Wie war da die genaue Menge? Ja, da würde so mancher Erdunternehmer und Baggerunternehmer blass werden. Das ist eine Größenordnung rund zwischen 80 und 100 Tonnen pro Hektar Erdmaterial, das hier ausgeworfen wird. Und wenn man bedenkt, dass wenn hier nur ein Teil quasi über das Grundfutter, über die Futterernte mit auf den Futtertisch kommt, dann haben wir riesige Probleme. Da sind in der Erde sind nicht nur gute Mineralstoffe drin, sondern auch tatsächlich Verschmutzungsanteile. Und was uns im Bereich der Futterkonservierung bei der Silageproduktion besonders wehtut, da sind auch sogenannte Clostridien drinnen. Und das sind die Buttersäurebildner. Die sind mitunter der Grund dafür, dass man teilweise auch bei Silagen mit der Nase ein wenig rümpft, weil hier Buttersäure entsteht und das ist absolut abträglich in Richtung Futterqualität. Also das müssen wir unbedingt vermeiden. Wir haben heute schon sehr viel gehört von der Arbeit im Institut für Pflanzenbau und Kulturlandschaft am LFZ Traunberg-Umpenstein. Jetzt wollen wir noch belichten, was Bedarf ist, dass wir gute Pflanzenbestände haben. Und da haben wir auch gesehen, dass wir in der Natur sehr viele Pflanzen haben, die es gilt zu veredeln. Und da haben wir eine wunderbare Einrichtung, die Pflanzenzüchtung, die von Dr. Krautzer bearbeitet wird. Er hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten hervorragende Sorten herausgebracht, die sich international messen können. Einmal aus Futterpflanzen, die unsere Wiesen mehr oder weniger bereichern. Und auch Bergpflanzen, die also gerade in extremen Lagen gut wieder hinpassen. Vielleicht ein kurzer Einblick, wie also die Züchtung erfolgt, weil viele ja natürlich mit Züchtung in Verbindung bringen, dass genetisch veränderte Organismen hier am Werk sind. Also immer Manipulation mit genetischem Material, das findet in Gumpenstein absolut nicht statt. Wir suchen die besten Ökotypen in der Natur, wir sind da unterwegs, suchen uns das Material aus und die werden dann veredelt. Und da haben wir dann das beste Material für unsere Standorte. Das wird dann in Gumpenstein auch vermehrt. Dieses Saatgut geht dann in die besseren Lagen in Österreich, wo es also nicht so viel regnet. Dort wird vermehrt, Saatgut produziert
Und das kommt dann wieder in die Mischungen, die die Bauern dann letztendlich ansehen. Von diesen guten Sorten, die Bernhard Krauzer gezüchtet hat, werden in etwa 1300 Hektar in Österreich vermehrt, also auch eine große Wertschöpfung damit ausgelöst. Und dieses Saatgut, in etwa 400, 500, 600 Tonnen Saatgut, werden dann mit den besten Sorten Europas vermischt, damit wir dann letztendlich die besten Mischungen für die Bauern haben, die standortangepasst auch gut den Winter übertauchen und letztendlich auch beste Erträge und Futterqualitäten liefern. Also ein ganz wichtiger Bereich, der hier gemacht wird. Und weil wir eben auch in den Berglagen solche Typen haben, die auch vermehrt werden, über 100 Hektar werden von diesen Alpengräsern, Kräutern vermehrt, die nicht unbedingt für die Futtererzeugung wichtig sind, aber für die Haltung des Bodens. Die meisten können sich erinnern an die kleine Sölk oder auch an Lorenzen, wo katastrophale Naturkatastrophen runtergegangen sind. Wir müssen in Zukunft unsere Berglagen immer wieder, wenn wir sie aufmachen, in der Grasnarbe auch wieder sofort mit bodenständigem Saatgut, wie es da oben ist, auch wieder zumachen, damit wir solche Dinge nicht erleben müssen, immer wieder. Also auch diese Züchtung geht in Richtung Naturgefahren, ein wichtiger Beitrag in der Zukunft, um diese Naturgefahren so weit als möglich hintanzuhalten und dass wir das Grünland bis hinauf in die Almregionen auch in fester Narbe, wo der Boden gehalten wird, auch erhalten können. In Zukunft werden wir auch Sorten brauchen, die vielleicht auch in Richtung Trockenresistenz, Dürreresistenz, auch veränderten Bedingungen standhalten können. Und hier haben wir ein ganz, ganz interessantes Forschungsprojekt in den letzten 2 Jahren in Vorbereitung. Das heißt Klimgras. Und Erich Pötsch hat hier mit den Kollegen Markus Herndl in den letzten Jahren sehr interessant und viel gearbeitet. Und er wird jetzt ganz kurz dieses Klimgras vorstellen. Ja, danke, Karl. Neben den klassischen produktionstechnischen Fragestellungen, die wir also im Bereich der angewandten Forschung bearbeiten, geht es in den letzten Jahren auch verstärkt um Fragen des Klimawandels und auch um Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Und das von dir erwähnte Projekt Klimgras, an dem nicht nur Markus Herndl, sondern auch Jakob und Andreas Schaumberger sehr aktiv mitgearbeitet haben bei der Vorbereitung, dieses Projekt ist, glaube ich, so kann man wirklich sagen, nicht nur ein neues, sondern ein hochinnovatives Projekt mit einer weltweit einzigartigen Konstellation an technischer Ausstattung. Was machen wir hier bei Klimgras? Wir haben einen Freilandversuch, bei dem es um Grünlandvegetation geht. Und in diesem Freilandversuch bearbeiten wir 3 der ganz zentralen Klimafaktoren, die zugleich auch Wachstumsfaktoren sind, nämlich Temperatur, CO2-Konzentration und Wasser. Und wir haben die Möglichkeit, mit den technischen Einrichtungen hier die Temperatur ganz gezielt auf Einzelparzellen zu erhöhen mit Infrarotstrahlern. Das klingt ein bisschen kompliziert. Das ist nichts anderes, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht in ihrer Infrarotkabine auch haben. Das ist technisch ziemlich dasselbe, wo wir in 2 Abstufungen Temperatur beaufschlagen gegenüber der Umgebungstemperatur. Und wir haben auch eine Begasungseinrichtung, wo wir 2 unterschiedliche Begasungsstufen fahren können, ausgehend von der derzeitigen CO2-Konzentration, die so bei rund 350 bis 380 ppm liegt, beaufschlagen wir in einer Stufe mit plus 150 ppm und dann noch mit 300 ppm. Und als dritten Faktor, und das ist auch etwas, was uns die Klimaszenarien immer wieder auch sagen, dass es nicht nur wärmer wird und die CO2-Konzentration steigt, sondern dass es eine Verschiebung der Niederschlagsverhältnisse gibt und vermutlich in Zukunft auch ausgedehntere Trockenphasen. Und wir haben die Möglichkeit, mit sogenannten Rainout-Sheltern, das sind nichts anderes als Abdeckzelte, wenn man so will, auf Teilen der Parzellen zu verhindern, dass dort Niederschlag hinkommt. Das heißt, wir können Trockenphasen simulieren. Wir arbeiten nicht hier alleine, sondern wir haben ja auch viele Partner hier an Bord. Vielleicht eine kurze Aufzählung, wer alles hier mitarbeitet, nicht nur in Österreich, sondern in der ganzen Welt.
Das ist tatsächlich eine hochkarätige Runde. Ich sage, das Kernteam ausgehend vom LFZ Ramberg-Kumpenstein schart sich um die Universität Innsbruck, Kollege Michael Bahn, die Universität Wien, also die Hauptuni mit Andreas Richter, die Universität für Bodenkultur. Und wir haben zahlreiche externe Experten, die uns auch noch beraten, was die technische Ausstattung anlangt. Da haben wir zwei Kollegen in den USA, was die das Versuchsdesign und die statistische Vorprägung betrifft, auch noch Kollegen in Hohenheim in Deutschland. Also da arbeiten sehr viele fleißige Hände mit, um dieses Projekt tatsächlich zu einem Erfolg werden zu lassen. Wir sind derzeit im Vorbereitungsjahr, das heißt, jetzt erfolgen noch umfangreiche Vorerhebungen, damit wir später einmal wissen, wovon sind wir ausgegangen. Und ab dem kommenden Jahr soll die Anlage dann in den Betrieb gehen und da werden sehr viele Doktoranden und andere Fachkollegen auch an der Anlage arbeiten und bin überzeugt davon, dass das eine ganz tolle und große Sache werden wird. Ja, liebe Zuhörer, Sie werden jetzt schon interessiert sein an diese Dinge. Sie haben natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, in Kumpenstein vorbeizuschauen, vielleicht organisiert anzurufen mit Exkursionen. Sie können sich diese Anlagen dann anschauen. Und ich bin auch überzeugt davon, Sie werden andere Dinge, interessante sehen, wo Sie richtig auf den Geschmack kommen, wo diese angewandte Wissenschaft nicht so abstrakt und abgehoben erscheint, sondern wirklich bodennah und wirklich für den Einzelnen auch etwas bringt. Das ist nutzbringend für die Bauern. Letztendlich, wenn es für den Bauern und für die Tiere nutzbringend ist, ist es auch für den Konsumenten ganz, ganz entscheidend. Wie ich vorher angekündigt habe, die Einladung steht, nach Kumpenstein zu kommen, vielleicht ein bisschen organisiert. Wir tun das gerne. Damit wir eben dieses Wissen, das wir über viele Jahre erarbeiten und täglich erarbeiten, wir sind sehr stark bemüht, objektive Daten, harte Zahlen zu erarbeiten, die wollen wir auch rausbringen, damit Landwirte, Konsumenten letztendlich auch das Wissen erhalten. Welche Möglichkeiten schöpfst du aus, Erich, um dein Wissen rauszubringen? Ja, gibt's natürlich unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die Lehrtätigkeit an der Universität für Bodenkultur. Natürlich auch nationale Veranstaltungen, Alpenländisches Expertenforum geht heuer bereits in die 18. Runde. Darüber hinaus aber auch braucht es die internationale Ebene, gerade wenn es darum geht, letztlich auch an Projekten teilzunehmen oder Projekte zu lukrieren mit internationaler Beteiligung. Dazu braucht es die Kontakte und die stellt man am besten her in jenen Gremien, die auch europaweit tätig sind. Und das ist beispielsweise die EGF, die European Grassland Federation, die Europäische Grünlandgesellschaft, die vor nicht allzu langer Zeit gerade hier im LFZ Ramberg-Kumpenstein zu Gast war. Wir haben hier ein EGF-Symposium organisiert, gemeinsam Karl Buchgraber, Bernhard Grautzer und meine Wenigkeit als Organisationsteam, eine Fachveranstaltung mit 220 Teilnehmern aus 31 Nationen. Das ist natürlich dann englischsprachig, da muss man sich anpassen, auch an die Sprache der internationalen Fachcommunity. Das geht natürlich nicht anders. Ist halt eine andere Ebene und auch eine andere Erfahrung, aber hier haben wir sicher ein unglaublich fachlich hochstehendes Programm gehabt. Und was natürlich auch dazu kommt, und das passt, denke ich, auch zu unserem Aufgabenbereich, wir konnten unseren internationalen, unseren ausländischen Gästen das Ennstal mit seiner gesamten Schönheit, Grünland, Kulturlandschaft und alles, was dazugehört, inklusive Kulinarik, bestens präsentieren. Im kommenden Juni haben wir wieder die DLG-Tagung, da werden die deutschen Kollegen alle da sein. Und Andreas, du hattest ja unlängst die Lysimeter-Tagung. Ja, wir hatten vorige Woche die Lysimeter-Tagung. Kollegen aus Deutschland, aus der Schweiz und aus Italien haben berichtet. Wir haben übrigens am 4. und 5. Juni wieder unser traditionelles Bodenseminar in Kumpenstein. Sie lernen hier, wie Sie im Gelände mit einfachen Mitteln, das heißt nur mit dem Spaten und mit dem Messer, einen Grünlandboden richtig beurteilen können. Das ist ja die Grundvoraussetzung für eine standortgerechte Bewirtschaftung. Neben diesen Seminaren und Tagungen sind wir auch tätig im Zuge des Zertifizierungslehrganges für Bodenpraktika im Grünland. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um unser Wissen von der Wissenschaft hin zur Praxis zu transferieren. Erich, glaube ich, wird auch demnächst ein Grünland-Seminar anbieten. Ja, das wird im Mai stattfinden, den genauen Termin
entnehmt ihr bitte der Homepage, ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Das ist ein eintägiges Seminar, bei dem wir sehr intensiv von der Früh beginnen bis am späten Nachmittag uns mit einzelnen Arten, die Pflanzenarten, genauer gesagt, die im Grünland vorkommen, befassen. Wie erkennt man sie? Wie erkennt man sie, wenn noch kein Blütenstand ausgeprägt ist, also im vegetativen Zustand, im generativen Zustand? Was haben die einzelnen Arten und Pflanzenarten für Bedeutung, auch hinsichtlich der Ertragsbildung und der Qualitätsbildung? Also ein intensives, sehr schönes Seminar, das wir schon seit vielen Jahren auch durchführen. Am kommenden Samstag werden wir in Kirchberg am Walde den Internationalen Grünlandtag haben, also für alle Bauern und Bäuerinnen, aber auch andere Interessierte können dort da sein, um das anzuschauen. Und im Laufe des Jahres, heuer hatten wir schon die Wintertagung, die Pferdetagung, die Jägertagung, alles Tagungen in der Butterer Seehalle, die von unserem Institut gestaltet werden und ausgerichtet werden. Und wo wir immer die große Freude haben, viele Zuhörer und viele Tagungsteilnehmer zu haben, und wir werden auch in Zukunft mit aller Kraft daran arbeiten, wirklich beste Forschungsarbeit zu leisten. Wir sind imstande, das zu machen. Wir haben ein hervorragendes Team mit hochmotivierten Leuten, und so werden wir dem gerecht, was ihr mehr oder weniger auch von einer angewandten Forschung erwartet.